Hallöchen, heute geht's ums Farming. Und zwar brauchen wir dazu erstmal eine Hacke. Die bekommen wir in unserem Crafting Table, beziehungsweise im Robotic Crafting Table. Da gehen wir mal eben dran und suchen nach der Stone Hoe. Und zwar brauchen wir für die Hacke 10 Cobblestone und 25 Wood Planks. Ich habe schon mal eine oben vorbereitet. Wir teleportieren uns jetzt mal auf den Planeten hinunter. Und mit dieser Hacke müssen wir jetzt eben auf irgendeinen, ja, Dreckboden hier gehen. Also Steine, hier Cobblestone und sowas funktioniert nicht. Wir müssen hier auf solche, auf Erde gehen. Halten dann links hier drückt und legen dann unsere Felder hier mit an. Wenn da noch Gras drauf ist, dann wird das eben einmal weggehauen. So, jetzt haben wir unser Feld hier. Wir können hier auch drüber laufen, wir brauchen keine Bewässerung, also falls ihr das von Minecraft irgendwie kennt, hier läuft es momentan zumindest noch alles ein bisschen anders. Ihr müsst halt nur immer dran denken, immer mit dieser Hacke eben den Boden ordentlich zu machen. Die da störten gerade. Weg da. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch Samen, die findet ihr ja überall so mal in der Welt verteilt, auch teilweise in Kisten und so. Dann ist zu beachten, diese Samen brauchen verschieden viel Platz. Das sind jetzt zum Beispiel, die brauchen zwei Felder, müssen das sein. Und hier noch was und da noch was. Dann habe ich im Inventar, glaube ich, noch anders irgendwo was versteckt. Genau hier Zuckerrohr haben wir auch noch mit dabei. Da pflanzen wir noch ein paar von. Dann hier Coral Creep, was auch immer das ist. Das packen wir auch noch irgendwo mit dabei. Ja, schon steht unser Zeug auf dem Feld. Karotten haben wir auch noch. Hier sehen wir, die brauchen nur ein Feld. Also wir können viel mehr anpflanzen auf kleinerer Fläche. Wenn wir das alles angepflanzt haben, müssen wir allerdings beachten, die Pflanzen wachsen nicht einfach so einfach von alleine, sondern wir müssen immer in der Nähe bleiben. Sprich, wenn wir den Planeten jetzt verlassen würden, dann würden die Pflanzen einfach nicht mehr weiter wachsen. Klar, die Felder bleiben da, aber die Pflanzen wachsen einfach nicht mehr weiter. Wir können jetzt auch hier ein Haus draufsetzen, wir können den Pflanzen das Licht klauen und all sowas, das ist gar kein Problem, sie wachsen trotzdem weiter. Nur, wie gesagt, die einzige Bedingung ist eben, dass wir in der Nähe bleiben. Damit eben, ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch wie bei Minecraft auch als Chunks bezeichnet wird, aber dass eben die Umgebung geladen bleibt und die Pflanzen dann wachsen können. Es gibt verschiedene Pflanzen, wie man hier auch schon sehen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele insgesamt sind. Es werden einige Dutzend sein. Es gibt eben simple Pflanzen, wie zum Beispiel ja, Karotten oder Kartoffeln und sowas, die recht schnell wachsen. Und manche andere, die brauchen dann doch wirklich eher sehr, sehr lange zum Wachsen. Also ihr müsst nicht denken, dass quasi überhaupt nichts wächst da. Sondern manche brauchen eben wirklich viele, viele Minuten, wenn nicht sogar Stunden. Wenn die Pflanzen dann irgendwann mal ausgewachsen sind, dann geht ihr einfach her, drückt dann, wählt sie an quasi mit der Maus, drückt E und ja, schon wird es halt geerntet. Ihr bekommt dann immer wenigstens einen neuen Samen und eben das Produkt an sich, was ihr da gerade erntet. Das soll es jetzt erstmal so zu den einfachen Farmen sein und ich bedanke mich fürs Zuschauen.